Herzlich willkommen. Los geht's mit Neugier hier im Kölner Rheinauhafen. Neugier, das ist doch etwas, was uns alle verbindet. Dies ist eine Sendung von Neugierigen für Neugierige. Die einzige Ausnahme übrigens bin ich. Ich bin überhaupt nicht neugierig. Ist doch klasse, ne? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Tag auch. Ne? Ist das Ihr Freund? Richtig. Wie lange sind Sie denn schon zusammen? Ach so, kann das sein? Ja, vielleicht. Okay. Ja, oder hat er sich ja schon mächtig Krach gegeben, ne? Meinst du? Wann war das denn das letzte Mal? Das letzte Mal war heute Nachmittag. Ach du dickes Ein. Und was war da los? Sie wollte nicht mit dir her oder du wolltest nicht mit dir her? Weder noch, das ist viel profaner. Also wir haben einen Dauerkrach seit 2 Wochen, wenn es um das Renovieren geht. Und weshalb? Es gibt immer 2 Möglichkeiten, wie man was festmachen kann. Und sie sagt A und ich sag B. Also ihr könnt euch nicht einigen auf das, was ihr macht, oder wie? Wir sind beide der Meinung, dass jeder von uns die bessere Vorstellung hat. Ach, da habe ich auch schon Furchtbares miterlebt. Vielen Dank. Ich sage ja, Neugier verbindet, ne? Ja, so ist das. In Köln sitzt man ja auch. Köln ist eine kommunikative, neugierige Stadt. Hier sitzt man nicht lang allein am Tresen herum. Da fragt einem gleich einer, fehlt er jetzt? Was ist denn los? Und so. So muss das auch sein. Und so ist das auch ganz oft im Leben. Wir sollten vielleicht viel mehr miteinander reden. Das wollen wir in dieser Sendung probieren. Und Neugier hat auch immer mit Menschen zu tun. Oder haben Sie sich schon mal für eine Kaffeetasse ganz neugierig interessiert? Nee, da ist man höchstens gespannt drauf oder sagt, die ist gut, die will ich haben und fertig. Deshalb zeigen wir Ihnen in dieser Sendung Lebensentwürfe und Menschen, so wie man sie noch nicht kennt. Und den ersten, den stelle ich Ihnen jetzt auch gleich mal vor. Er ist eine Kölner Kultfigur, macht auf jeden Fall neugierig. Manche Leute trifft auch der Schlag, außerdem sammelt er. Er sammelt Gebrauchsobjekte aus allen Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Er ist ein Bewahrer. Tja, unsere Rubrik Das Leben, ein Tag, ein Abend im Leben des Hermann Götting. Frau Esser! Frau Esser weiß schon, Hermann Götting will meistens nur das eine, zum Objekt der Begierde. Schönes Stück, bei näherer Betrachtung, 50 Jahre alt und schneidet Schwarzbrot. Frau Esser ist begeistert. Herr Götting kennen wir fast schon 10 Jahre, solange wie wir hier sind, und er sammelt Alltagsobjekte. Und mein Chef ist sehr daran interessiert, dass diese Sachen auch wieder seine Verwendung irgendwann mal irgendwo finden. Wir haben sehr viele Stunden miteinander verbracht. Und irgendwo verbindet das schon. Also mir macht es immer wieder Spaß, wenn er kommt. Er ist mal oben, er ist mal unten. Er ist ein Lebenskünstler. Der Abend ist noch jung und Palisander lockt in dunklen Ecken. In Form einer Vitrine, gekauft 1954 von Frau Lange. Frau Lange ist dankbar, dass Hermann Götting sich für ihr Schränkchen interessiert. Denn diese Möbel aus dieser Zeit haben noch Charakter. Und ich war froh, eine Adresse erfahren zu haben, dass jemand sich dafür interessiert und die Sachen zu schätzen weiß. Und darum fällt es mir nicht schwer, ihn jetzt wegzugeben. Es ist anerkennenswert, dass jemand seine Freizeit dazu verwendet, solche Sachen zu sammeln. Und ich meine, da mag noch manches verborgen sein, wovon man gar nichts weiß. In der Tat, schon reizt ein neues Objekt, künstlerisch nicht einfach einzuordnen. Ein Kühlschrank aus den 50ern, aber schön. Herr
Hermann hat es mal wieder geschafft. Neues Altes für das zukünftige Göttingen-Museum, sein Lebenswerk. Wo er auftaucht, kommt was weg. Aber hier ist er jetzt auch aufgetaucht. Hier ist Hermann Götting. Hallo. Na, Herr Götting, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Das ist ein Hut vom alten Fritz, den habe ich von meiner Urgroßmutter bekommen. Die kannten sich zufällig. Sie haben den nicht zufällig so in der letzten Woche geschneidert? Nein. Bestimmt. Nur ein bisschen nicht. Abgeschnitten oben her, weil der etwas verwittert war. Das ist dann so jetzt hier die. Ist aber nicht echt vom alten Fritz, oder? Doch. Silhouette von Köln. Ja, der Dom, die Domtürme könnten etwas ausgeprägter sein. Herr Götting, da ist Ihre Schwarzbrotmaschine. Was wollen Sie denn mit dem alten Ding? Ja, also wie Sie ja wissen, sammle ich Alltagskultur und ich denke, dass es wichtig ist, dass man die Dinge, die weniger Bedeutung finden bei den großen Museen, auch sammelt, damit die Menschen später mal wissen, wie das so in den 50er Jahren oder davor so vonstatten gegangen ist. Ja, und was? Damals war das schon eine revolutionäre Geschichte. Ja, also hier wurde Spaß das geschnitten, hier, ja? Hier wurde das Brot eingelegt. Jetzt aber nicht nur mit dem Rücken zur Kamera, das wäre ganz lieb. Das Brot eingelegt und dann das hier so rübergeschoben und dann war es halt eben geschnitten. Ja, war dann Fortschritt, ne? Obwohl das ist der direkte Weg zur Brotfabrik, ne? Ja. Meine Mutter hat immer das Brot so vor der Brust geschnitten mit dem Messer und hatte dann ständig ihre Blusen und Pullover kaputt. Da wartet ja jetzt eine große Aufgabe auf Sie in Köln. Die 4711 Reklame soll weg vom Messeturm. 45 Jahre war sie da. Kennen Sie auch noch? Schon immer. Ja, da werde ich mich nämlich jetzt drum kümmern. Das habe ich ins Auge gefasst. Das sollte eigentlich meine letzte Rettungsaktion werden. Ich habe ja schon schwere Rettungsaktionen gemacht, die Weltkugel. Jetzt kriege ich den Stadtsparkassenbrunnen, 7 Tonnen schwer. Und ich würde sagen, damit... 7 Tonnen? 7 Tonnen, ja, wird jetzt mit der Kolonia gebracht, mit dem Sattelschlepper. Ja. Nächste Woche wird das alles angeliefert. Das ist ja klasse. Wo tun Sie den hin? Es kommt in eins meiner Lager. Ja. Ich nehme Sie jetzt mal mit hier rüber und setze uns da drüben in ein ganz wunderschönes 50er-Jahr-Ambiente. Ja? Ich habe es schon. Kommen Sie mit. Ja. So, das ist so ein Friseurstuhl allerfeinste Sorte für Sie. Nehmen Sie Platz. Vielleicht. Ich danke Ihnen. Die Lehne ist sicher tückisch. Sie sind also ein Bewahrer. Was gibt Ihnen das? Also ich habe die Gewissheit, dass ich zumindest etwas für die Kultur der Stadt Köln tue, indem dass ich diese Objekte zusammentrage, um sie halt eben später mal in einem Museum der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Das dient Ihrem Ruhm und was haben Sie persönlich davon? Von diesen schönen Dingen. Man kann ja auch sagen, vieles davon ist Kitsch. Das wärmt die Seele oder was ist das? Ja, also Kitsch verlieren, denke ich mal, hieß auch Träume verlieren. Kitsch gehört einfach mit zum Leben dazu. Sie brauchen also Träume? Ja, selbstverständlich. Woher kommt das? Was für Träume und woher kommt das? Alle möglichen Träume. Schöne Träume. Wann hat das angefangen? Ich habe eigentlich schon als Kind gesammelt. Solange wie ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer gesammelt und immer Objekte zusammengetragen, ganz zum Leidwesen meiner Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Und das habe ich also bis zum heutigen Tag, habe ich das so gehalten und das ist ein sehr schönes Hobby gewesen. Soll es auch noch weiter sein, allerdings nicht mehr mit Großobjekten. Das ist mir einfach zu viel geworden, das schaffe ich nicht mehr. Da gibt es ja ein Erlebnis, das haben Sie mir in einem Vorgespräch erzählt, das könnte damit zu tun haben, habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht. Und zwar der Abschied von Ihrer Mutter, die Trennung von Ihrer Mutter im Alter von 4 Jahren, als Sie 4 Jahre waren. Können Sie mir das nochmal oder können Sie uns das nochmal kurz beschreiben? Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, wo ich nicht so gerne drüber rede. Meine Mutter ist 1948 ist sie emigriert nach Frankreich und das war ein sehr trauriger Abschied. Sie ist weg mit dem Sie ist weg und das war eine politische, zwischenmenschliche Angelegenheit, worüber ich jetzt nicht reden möchte, aber sie ist damals weggefahren und unsere Haushälterin, die mit mir dort an der Hand stand, wir haben das denn beobachtet, diese ganze Geschichte, und ich bin also dann ganz erschüttert gewesen und Tränen aufgelöst hinter diesem Lastwagen hergelaufen. Und dann war sie für mehrere Jahre weg und kam dann halt eben in den 50er Jahren wieder zurück. Und Sie haben nie wieder den alten Kontakt zu ihr gefunden? Nein, ich bin bei meinen Großeltern, die mich dann halt eben aufgezogen haben, geblieben. Ich habe so eine richtige, schöne preußische Erziehung genossen. Und Sie fuhr mit Hab und Gut auf einem Lastwagen weg? Ja, mit einem Holzvergaser. Wenn ich jetzt sage, Sie fahren mit Lastwagen herum und sammeln wieder Hab und Gut ein. Kann das was miteinander zu tun haben? Das kann eventuell möglich sein.
Das möchte ich gar nicht abstreiten. Sind das die Träume, die Sie sich zurückholen? Das kann auch sein. Ich denke mal, dass es sogar so ist. Sie sind ja privat, also ich habe Sie jedenfalls so kennengelernt, auch ein ganz anderer Mensch, als man Sie sonst so kennt. Sie reden viel von Liebe und Güte und das sind für Sie die höchsten Eigenschaften. Ja, das denke ich mal, dass es das Wichtigste ist im Leben überhaupt, dass man Liebe in sich trägt und dass man Liebe weitergibt, den Menschen, den Tieren, der Natur. Sie haben ja mal sehr viele Tiere gehabt, 23, 25 Hunde. Und ich denke auch, dass man sehr gewissenhaft mit allen Dingen umgehen sollte, auch mit der Sexualität. Das ist auch alles ein bisschen harten Sex, der jetzt wieder Mode wird. Also ein bisschen in den Dreck gezogen wird. Ich denke, die Liebe zwischen zwei Menschen ist sowas Wunderbares. Und da muss man mit so viel Respekt und Achtung dran gehen. Und das liegt heute alles etwas sehr im Argen. Also Sie haben viel Sehnsucht, auch nach Liebe, von Kindheit an? Ja. Und ich denke mal, dass ich auch diese Liebe in meine Arbeit hineinstecke, weil da gehört auch sehr viel Liebe zu und sehr viel in dieses Engagement. In diese vielen Gegenstände, schätze ich auch. Ja, die müssen ja auch alle gewartet werden zusammen. Ich meine, das ist natürlich wichtig, dass diese Dinge, die zusammengetragen werden, auch zusammengehalten werden, dass man eine Beziehung zu diesen Objekten hat. Es geht nicht darum, dass man die zusammenträgt, sondern man muss sie denn bewahren und behüten und sich ständig mit diesen Objekten beschäftigen auch. Das tue ich auch. Sehr aufwendig, ne? Ja, das tue ich sehr gerne. Bei uns gibt es jetzt aber erstmal was, was auch neugierig macht, nämlich die Werbung. Da sind Sie wieder bei Neugier im Studio der Lebenskünstler und Sammler Hermann Götting aus Köln. Herr Götting, Ihr tolles Leben, das hat auch einen Nachteil. Sie sind oft pleite, ne? Ständig. Ständig. Telefon gesperrt und so. Ja, ständig. Wie lebt es sich damit? Ich kann damit umgehen, ich bin das gewohnt. Bestimmt? Ja, alles, was man gewohnt ist. Wie lange denn schon? Och, das geht so sporadisch manchmal. Da gibt es eine Zeit, da geht es wieder. Ne? Und dann ist es halt eben wieder, das ist wie eine Berg- und Talbahn. Sie könnten ja Ihre Sachen verkaufen. Sie haben ja Angebote gehabt. Aber selbstverständlich. Und zwar das Kunstmuseum in Bonn, das Haus der Geschichte, wollte meine Sammlung geschlossen aufkaufen, hat mir eine horrende Summe geboten dafür und das habe ich also rundheraus abgelehnt. Kriegen Sie denn dann Ihre Miete immer zusammen? Mit Hängen und Würgen, ja. Mit Hängen und Würgen. Ja. Also ich habe schon wieder Existenzängste und denke schon wieder zurück auf den ersten zu. Wie kriegst du jetzt die Miete wieder zusammen? Sie waren ja mal Straßenbahn- und Busschaffner. Ich bin ja auch mal bei Ihnen mitgefahren, Linie 33. Ja. Sie sind immer schwarz gefahren damals. Aber was sagen Sie jetzt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Können Sie sich daran erinnern? Ich habe immer ein Auge zugedrückt, aber ich meine, ich habe die Buben früher, auch die Mädels, auch immer umsonst fahren lassen, weil die hatten ja auch nie Geld. Also. Ja, jetzt wird er lustig. Klackern Sie doch nochmal mit Ihren Armen rein. Wieso? Ach, das kommt doch gut, ne? Ja. Was hat es mit denen auf sich? Das gehört eigentlich mit zu diesem Kunstwerk, zu dieser Hand. Mhm. Das ist ein spezielles Kunstwerk. Fingernägel haben sich gerade neu machen lassen. Nein, die sind jetzt einen Monat drauf, haben die nochmal nachgefüllt worden. Mhm. Und die sind mir also bis ans Herz gewachsen. Und ich mache natürlich immer, wenn ich irgendwo hingehe. Bis ans Herz, so weit hoch. Ja, das ist immer so ein spezielles Outfit. Und da mache ich mir Gedanken, damit das denn auch alles schön zusammenpasst. Und so ist es denn auch. Und wie sind Sie mit unserem 50er-Jahr-Ensemble hier zufrieden? Na, also als ich reinkam, habe ich ja fast einen Schlag gehört. Wieso das denn? Wir haben uns so eine Mühe gegeben, wegen der Sabine. Da haben Sie sich ein bisschen vergriffen. Also gut. Sammeln Sie nun Alltagsobjekte oder nicht, Herr Göttinger? Aber ich so was Schönes, das fanden Sie damals nur bei Wohlwort. Wunderschön. Mal, ich habe natürlich zwar auch Alltagsobjekte, aber ich achte doch darauf, dass es also vom Design doch ein bisschen geschmackvoller ist. Also ich finde das ganz klasse. Ich möchte diesen Sammler nicht beleidigen, um Gottes Willen. Aber so was Krassliches habe ich noch nie gesehen. Also Herr Götting, Sie haben doch was Elitäres. Das ist wirklich, also das ist wirklich, ich finde das wunderschön. Ist das von Beate Uhse oder was ist das? Was heißt das für ein Stichwort? Das Mobiliar taugt doch was hier. So, das war Herr Götting mal von zwei Seiten. Ich frage mal eben seine Freundin, wie die mit ihm zufrieden war. Einmal ernsthaft, einmal lustig. Lustig kann ja auch sein, ne? Frau Adomeit, Frau Esser, wie war er denn? Sind Sie zufrieden? Traumhaft. Hey, was ein Prädikat. Frau Esser, die Seele vom Rudolfplatz. Er ist immer wunderbar drauf. Immer wunderbar drauf. Prima, vielen Dank Sie beide. Vielen Dank Hermann Götting. Und ich sag mal,
So, und bei uns geht's weiter mit der Rubrik der Menschen. Nämlich, wir alle kennen den folgenden Menschen. Sie ist die bekannteste Deutsche, auch wenn Sie es nicht glauben. Auch wenn Sie den Namen hören, glauben Sie es nicht. Sie heißt Frau Rotermund. Und sie hat ihre Geschäfte knallhart gemacht. Aber wir haben einen ganz anderen Menschen kennengelernt. Das Leben Frau Rotermund. Der Mensch. Sie sind ja die bekannteste Deutsche. Ja, danke schön. Ja, das ist sie. Als Geschäftsfrau, als Privatperson eigentlich weniger. Ich brauche ja die Luft, die Erde, das Gras. Ich brauche, dass meine Finger schmutzig sind von Erde, wenn ich Pflanzen umpflanze oder sowas. Frau Ziegler möchte sprechen. Ziegler finden. Ja, wo? Oh. Ich habe leider keine Zeit. Oder Montag? Frau Ziegler möchte mich bitte am Montag anrufen. Ja? Gut. Verschiebe ich das. Ja, wir haben jetzt 8 Wochen Zeit gehabt. Nun muss es auch nicht heute sein. Okay. Was will die denn, die Frau Ziegler? Die will mir Arthur Huse-Film drehen. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine. Wir drehen schon. Titel: Die zwei Seelen der Beate Use. Romantikerin mit Vorliebe für Country Music und vielen Erinnerungen und knallharte Geschäftsfrau. Also, Beate Use ist ja der Katalogtitel. Und da hat er 3-mal vorne Beate Use stehen und einmal ist genug. Lieber dick und einmal. Mein erstes kleines Angebot umfasste dann schon 6 Produkte und das nächste Mal 8 Produkte und dann vielleicht 12. Aber heute haben wir 6.000. Die Werbeleute von Hamburg waren da und denen habe ich gerade gesagt, das war eine große Scheiße, das Ding. Habe ich ihnen wörtlich gesagt. Ich sagte, die Vorderseite, die Titelseite und ich schäme mich. Wenn Sie damals schon gelebt hätten, hätten Sie gewusst, dass es 1946, 47 in Deutschland nicht nur keine Butter gab, sondern auch keine Verhütungsmittel. Und die Pille war noch nicht erfunden. Und ich schäme mich, dass ich den, wenn ich den mitnehmen soll zu meinem Vortrag, und ich nehme den nicht mit, sondern ich nehme den vom vorigen Jahr. Jetzt aber ab ins feine Zuhause. Und ich hatte natürlich am Anfang, dann durfte ich nicht im Tennisclub wegen der Sexfirma und all so ein Scheiß. Ne? Und jetzt rollen sie alle einen roten Teppich aus, also im Golfclub oder Segelclub, null Problem. Ne? Aber es ist schön, dass das so ist. Vergessen wir Dildos und Präservative, die wirtschaftliche Basis für all dies Schöne. Blick auf Flensburger Förde und auf Dänemark und auf das gleich von uns bekleckerte Tischtuch. Was wird Frau Lei sagen, die Haushälterin? Das haben wir ganz geschickt gemacht. Ja. Ist die Frau Lei denn so streng? Nein, gar nicht. Frau Lei, Kaffee ist eingeschenkt. Hier lebt allein Beate Rotermund, 73 Jahre alt, geschieden. Nur kurze Zeit hieß sie wirklich Beate Use, bei der Geschäftsgründung und vorher. Und das war eine ganz andere Karriere. Herrn Use habe ich vorm Krieg kennengelernt. Er war mein Fluglehrer, mein Kunstfluglehrer. Dann haben wir geheiratet und er ist im Krieg gefallen. Sie haben ja beide Bomber geflogen, oder? Nein, ich habe noch nie einen Bomber. Nee, Jagdflugzeuge. Bomber und Jagdflugzeuge ist unheimlich verschieden. Zweierlei, ich bin als Einfliegerin tätig gewesen und als der totale Krieg ausbrach, wurde ich von der Wehrmacht gebeten, Überführungsflüge zu machen und da habe ich die Messerschmitt 109, das ist also der Jäger, und die 190 und den Stuka überführt von den Werken zu den Einsatzhäfen an der Front. Wie kommt eine junge Frau dazu, Kampfflugzeuge zu fliegen? Sie fliegen keine Kampfflugzeuge, sondern sie fliegen. Wenn Fliegen ihr Beruf ist, ist für sie das eine unheimliche Chance. Ja? Ich bin eine begeisterte Pilotin gewesen. Ich wollte schon als kleines Mädchen mit 7 Jahren gerne fliegen. Meine Eltern waren nett und vernünftig genug, mir das zu erlauben, als ich dann 18 war. Und das ist eben eine absolute Faszination. Wollten Sie eigentlich, ich habe mir überlegt, als ich das alles gelesen habe, wollten Sie eigentlich gerne ein Junge sein?
Als Kind wollte ich gerne ein Junge sein. Ja. Ja, woher kommt das? Weiß ich nicht. Damals war das ja auch anders. Jungs durften mit Hosen rumlaufen, Mädchen mussten immer einen Rock anziehen. Dann hieß das, war ja, es ist ja eben doch schon 65 Jahre her, dann hieß es, du bist doch ein Mädchen, du darfst das nicht, du kannst das nicht. So, ja, hier ist alles ganz streng geregelt nach Starkzehrern, nach Schwachzehrern, nach Mittelzehrern und so weiter. Was das ist eine Wissenschaft. Mhm. Zehrer. Wie die den Boden auszehren? Wie sie den Boden, wie der, und naja, hier ist ein Blick auf den Garten, da gehen wir mal rein. In einem biologischen Garten wächst eben Gemüse und Pflanzen und Blumen und alles bunt durcheinander. Und wie Sie sehen, zum Beispiel hier, sind super Zwiebeln. Guck mal. Doch toll, ne? Alle, Achtung. Ja, das ist einfach für mich ein Lustgewinn. Das ist toll. Was für eine Lust? Einfach so menschliche Lust, Freude. So eins zu sein mit der Umwelt. Hm, mit der Natur. Muss denken, ich bin Landkind. Mein Vater, die hatten ein Gut in Ostpreußen und da war ich als Kind auch sehr glücklich. Vielleicht spielt das mit eine Rolle. Ich wollte mit Ihnen auch über die Liebe reden. Was waren denn die größten Liebesgeschichten in Ihrem Leben? Ja, die haben Sie ja alle schon irgendwo in der Zeitung gelesen. Ja, die größten Liebesgeschichten. Ich habe nicht so wahnsinnig viele, dafür immer lange Liebesgeschichten gehabt. Lange? Fall, lange, ja. Also eigentlich was Romantisches, oder? Immer. Worum ging es da? Ja, ja, ja. Kann man das beschreiben? Ich könnte, nein, das kann man nicht beschreiben, aber Liebe, Erotik und Sex ohne Romantik, also wäre für mich gar nicht denkbar. Nie gewesen? Nie gewesen. Also für so einen One-Night-Stand, dass ich denn so total fasziniert bin von jemandem, den ich heute Abend kennenlerne irgendwo, das würde bei mir wahrscheinlich nicht funktioniert haben, auch als ich jung war. Da gab es immer ganz andere Bedürfnisse, also Gefühl. Ja, Gefühl. Das musste ganz stark mit dabei sein. Mhm. Könnte man ja sagen, es ist fast altmodisch oder es ist genauso, wie es sein muss. Also ich möchte mal sagen, es ist so, wie es sein muss. Und es war vielleicht mal altmodisch, aber heute, fragen Sie mal ganz junge Leute, die sehen das auch wieder so. Mein Sohn und Geschäftspartner lebt im Nachbarhaus. Glück für die Aufbaugeneration war immer auch der Wohlstand, der Stolz auf das Erreichte. Glück ist, wenn Sie morgens aufwachen und die Sonne scheint, und der Duft von Kaffee zieht durchs Haus. Und Sie wissen, Sie drehen den Schlüssel in Ihrem Auto und das springt an. Ihr kennt das ja alle nicht, wo die Karren eben nicht ansprangen oder man gar keine hatte und wo das draußen im Dreck und im Regen alles war. Das wirkt noch nach. Das wirkt nach. Ich bin glücklich über die kleinen Dinge. Und auch das, über den Komfort. Auch über den Komfort. Und das finde ich, wenn wir uns alle das ein bisschen mehr sagen würden, dass diese kleinen Dinge ja auch schon Glück sind. Das ist Glück, dass Sie sich an einen wohlgedeckten Frühstückstisch setzen können, wo Sie sich so viel Butter drauf schmieren können, wie Sie möchten und nicht nur 5 Gramm. Und was war das größte Glück? Das ist jetzt sehr altmodisch. Das größte Glück für mich war immer, wenn ich mein eben geborenes Kind im Arm hielt. Mhm. Da fühlen Sie sich als Frau einfach toll. Erstmal hat man immer ein bisschen Schiss vor der Geburt, nicht? Ist ja klar. Und wenn denn so ein Würmchen da liegt und Sie zählen seine Finger und das sind 5 an jeder Hand und der Doktor sagt, das ist ein strammer Junge und super, Mensch, da sind Sie so stolz und so glücklich. Ein Sohn von Ihnen ist ja gestorben. Ja. An Krebs, war das? Ja. Sie hatten ja selber auch Krebs. Ja. Ich glaube, den ganzen Magen hat man Ihnen entfernt. Ist das, das ist richtig? War das schwer, dann weiterzumachen? Das erfordert doch Kraft. Das erfordert, ja, anständige Ärzte. Und die hatte ich. Da hatte ich ein ganz großes Glück. Ein super Krankenhaus, die das erstmal gut machen. Und dann brauchen sie Mut und Vitalität und sehr viel Optimismus. Aus, ne? Machen wir noch einen Ausflug ins Haus. Alles offen, genau übrigens wie in Ihrer Firma.
Eine Führung im User Eilschritt. Ja, ich brauche nicht diese Wände. Das ist gar nicht. Ja. Aber es ist natürlich immer so, stellen Sie sich vor, Sie sitzen hier am Kamin, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind völlig für sich. Und dies hier, wenn Sie drüben hingehen, ist der beste Platz im Haus. Da steht was zu essen. Da steht erstmal was zu essen und auch was zu trinken, Wasser oder irgendwas. Und hier können Sie alles sehen und können schön mit, wenn schnell mal einer kommt und sagt, Mensch, lass uns mal überlegen, wann wir wieder Tennis spielen und wir wollten doch doppelt und so, dann sitzt man immer hier. Weil das eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre macht. Ja, man sitzt so schön gegenüber, ne? Ja, hier geht es ins Schlafzimmer. Aber das ist zu. Ja. Oh je, das Schlafzimmer der Beate Use, hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal reingucken kann. Schön. Und eine schöne Badewanne. Wenn wir denken, das Haus ist geplant vor 15 Jahren, dafür war das... Ja, denn verhältnismäßig modern. Aber Dusche ist hier. Muss ein Kampf. Guck mal, geht's hier? Na komm. Ja, guck mal. Wir haben Besuch. Und etwas einsam bleibt der Mensch zurück. Hätten Sie gedacht, dass Beate Use so ist? Nein. Bisschen wie bei Hermann Götting, steckt doch noch was anderes dahinter? Ja, steckt natürlich was anderes dahinter. Was mich erstaunt, sie spricht hier, eine Frau, die also Sex-Artikel und alles Mögliche verkauft und Geschäft macht damit, spricht hier von Gefühl, von Liebe, von Poesie, Poetik und all diesen stimmt. Dingen. Und das zeigt sie in einem ganz anderen Licht. Erstaunlich. Ich halte es auch für glaubwürdig, ne? Und Sie haben irgendwie alle gelacht, als das Auto ansprang, nicht? Kann man vom 500er erwarten, oder wie? Ja, sicherlich. Also ich denke mir, wenn das Glück ist, dass man das Auto morgens startet, besonders wenn ich als Fahrradfahrer hier in Köln mit dem Auto unterwegs bin, nun ja. Naja, aber kann sein, ne? Ja, in jedem Fall mit dieser Sendung, da bauen wir auf Sie alle, denn Sie wissen das, wir sitzen oft irgendwo rum, denken, könnten noch mit Nebenmann oder Nebenfrau mal ein paar Worte reden. Und wenn wir das dann plötzlich tun, dann kommt was raus, eine Geschichte oder ein interessantes Gespräch oder auch nicht natürlich. Deshalb gibt es in unserer Sendung auch hier in Neugier das Zufallsgespräch. Ein ganz zufälliges Gespräch irgendwo geführt. 6 Mal haben wir das im Vorfeld dieser ersten Sendung gedreht. Jedes Mal ist was rausgekommen. Wir zeigen Ihnen aber die Begegnung mit einem kölschen Kürbis. Hans heißt er und er hat etwas ganz Entwaffnendes gesagt. Sie werden genauso überrascht sein wie wir. Ein kölscher Kürbis, für alle nochmal, ist ein kölnischer Bierausschenker. Wir müssen im Adrett sein, die hat eh schon das Sauerbraten da. Ach du Leben, ja. Ja, Adrett ist hier nicht, hier schwitzen wir doch ganz schnell. Und so, ne? Nicht schon verstanden jetzt. Hier kommt man doch ganz schnell ins Schwitzen. So. Wir kommen ins Schwitzen, aber der Gast bekommt das ja auch mit. Ne? Wie viel Kölsch sind das am Tag? Am Tag, zeitweise waren das damals jede Menge, wir dürfen das ja nicht zahlen, aber heute machen wir das gar nicht mehr. Das ist aber doch ganz lustig, wenn man die Gäste so sieht. Erst sehen sie noch ganz normal aus, dann kriegen sie so langsam so eine fettige Stirn und dann hängen die Haare irgendwie in Strähnen. Ne? Ja, und eben deshalb trinken wir ja nichts mehr, weil wir die Gäste anschließend auch beobachten können. Ne? Und deshalb trinken wir als Kürbis so gut wie nichts mehr. Muss man auch, ne? Ja. Ne? Sonst wird das irgendwie ein Problem. Wenn der Geschäftsablauf, der ist ja nicht mehr richtig möglich, wenn er voll ist. Haben Sie da mal Angst gehabt, dass, wenn man in so einem Laden arbeitet, dass man dann irgendwie zu viel kippt? Oh ne, Angst habe ich nicht. Ich habe selbst früher immer gekippt. Ne? Und mir hat das auch gut getan, bis auf ein paar Abmahnungen, die ich schon bekommen habe, die dann auch berechtigt waren. Und heute habe ich das so in die Gewalt, dass ich eben kippe, nur wenn ich frei habe. Nun ist ja der kölsche Kürbis, ist ja eine richtige Figur. Ne? Sollte. Muss man da immer gut drauf sein oder klappt es auch mal nicht? Ja, also von mir aus, ich bin immer gut drauf. Das liegt an meinem glücklichen Privatleben. Ja, wie hat das denn da? Erzählen Sie mal. Ja, nur ich bin gut befreundet und das hätte sich. Mit wem denn? Ja, mit wem, da kann ich so im Detail, kann ich halt gerne zu sagen, weil ich habe so mehrere Freunde und vor allen Dingen als Kürbis ist es interessant, ein Eheleben zu führen. Dann kommen eben erst die Leute, die Sachen, die sich ins Berufsleben mit reinhängen lassen und dann ist man eben nicht mehr so jetzt. Jetzt muss ich auch mal, also glückliches Privatleben, mehrere Freunde, aber kein Eheleben, da kriege ich jetzt nicht zusammen. Das kann man, in der Gastronomie ist es ja halt so, das weiß ja wohl jeder, dass eben eine glückliche Partnerschaft, okay, aber ein Eheleben, das funktioniert nicht immer.
Das ist ja scheiß kompliziert. Man darf nicht trinken und man darf nicht lieben. Doch, man darf alles. Man darf alles, eben nur, eben halt in Maßen. Ja. Ja, wo liegt das Glück im Privatleben? Das Glück also zum Königskopf, man muss geboren sein, genau wie zum Priester oder Kardinal. Oder wie bei Ihnen? Wo liegt das Glück? Ja, das Glück, das habe ich daran eben, dass, dass man eben mit den Leuten zusammenkommt. Ich habe sehr, sehr gerne Umgang mit Leuten. Und, haben Sie Liebesleben? Ja, selbstverständlich. Mit wem? Ach du liebe Zeit, das passt ja, das kann ich ja jetzt ja nicht sagen. Ja, wir können es ja doch mal eben sagen. Halb Köln kennt mich, das wäre ja schockiert. Wir können ja sehen, ob was denn. Was? Wir können ja sehen, ob was denn. Ja, da möchte ich sagen, ich glaube, der hätte der Bernd was gegen, ja? Der Bernd ist ein Mann. Ja, ich glaube, kommt dann eine Frau Bernd heißt, ne? Nee, ist ja klasse. Okay. Das finde ich doch toll. Ja, und wir kommen gut zurecht und ich habe hier meinen Job. Und wie ist der Bernd? Der ist 25, ich bin jetzt 26. 25, klasse, das finde ich ja gut. Ist er schon mal jetzt, ne? Ja, klasse finden wir gut, allen Respekt vor dem Hans und seiner Ähnlichkeit. Bernd und Hans, alles Gute wünsche ich euch. Sind wir jetzt zu weit gegangen damit? Nein, das würde ich nicht sagen. Man kann aus den Leuten ja alles rausfragen. Das ist richtig, aber gut, er hat ja erst gesagt, vielleicht brauchen wir es ja nicht zu senden. Ja, eben, er hat auch nichts dagegen. Ich fand's klasse. So, alles Schöne von einem Mann, das erhoffte sich auch unser nächster Gast, ja. Die Rubrik heißt Die Tat. Die Tat sah etwa so aus. Sie nahm einen Gestrauchelten auf, den alle für böse hielten. Sie wollte ihm helfen. Tja, und dann kam raus, er war wohl doch ein Fiesling. Dann griff sie zum Faxgerät und faxte an den Stern. Und heraus kam einer der größten Skandale dieses Jahres. Die Tat und ihre Folgen. Sie sorgte für die größte Affäre dieses Jahres. Aus Ärger, Eifersucht und Enttäuschung verpfiff sie ihren früheren Geliebten Rainer Pfeiffer, der früher Barschel verpfiffen hatte. Sie machte bekannt, dass Pfeiffer Geld für seine Enthüllungen bekommen hatte. Von SPD-Mann Günther Jansen, also ausgerechnet aus der Schublade des Kieler Sozialministers. Stichwort Schubladenaffäre. Erst musste Sozialminister Jansen gehen, dann der große Hoffnungsträger, der heute schon selbst in Vergessenheit geraten ist. Im Bewusstsein der getanen und geleisteten Arbeit und in der Absicht, mein Land und meine Partei davor zu bewahren, mit meinem politischen Fehler identifiziert zu werden, werde ich mein Amt als Ministerpräsident und meine Funktionen in der SPD aufgeben. Hier bei uns in Neugier die Frau, die diesen Stein ins Rollen brachte, Elfi Japs aus Bremen. Frau Japs, was haben Sie denn da angestellt? Ich habe Sie ja kennengelernt, da waren Sie noch dem Pfeiffer seine Gefährtin. Ne? Dachte ich, weiß sie überhaupt, was sie da tut? Und dann das. Ja, zunächst habe ich gar nichts gemacht. Und dann, zack. Und dann nein, ich wollte das nicht. Nein, das ist also, das, eine Nacht saßen Sie an diesem Faxgerät. Wie war's? Nein, das hat eine ganz andere Vorgeschichte. Also wenn Sie 4 Jahre belogen und betrogen werden und Sie verzeihen alles und das war ja alles wunderbar, dann verlieren Sie Ihren Job. Dann investieren Sie in ein Monatsmagazin rund 30.000 Mark, um Ihrem Lebensgefährten einen Arbeitsplatz zu schaffen. Wie hat er das denn alles? Jetzt habe ich nur Anwälte noch, klage die Gelder ein, Arbeitsgerichtsprozess und alles. Das muss man erst mal wissen. Aber Sie sind doch eine ganz selbstständige Frau. Dann habe ich resolut, impulsiv. Ja, ja. Wie konnte er das ja, mit ja. Ihnen machen? Dann habe ich ihn rausgeschmissen. Gut. Dann haben wir uns wieder so. Das war schon mal gut. Ja, das war gut. Gut. Dann ging das wieder so ein Abnabelungsprozess. Sie wissen ja, wie das ist. Wir kamen gerade aus dem Urlaub und dann so. Und dann haben wir morgens immer zusammen gefrühstückt. Er holte Brötchen in meiner Wohnung und ich deckte den Tisch. Und wir kamen immer noch zum Frühstück. Ich sage, du Rainer, so geht das auch nicht. Bin ich nach Gran Canaria geflogen. Kaum war ich da, habe ich angerufen. Ich sage, du, ich bin dir mit dem Hotel. Nicht ganz so ausführlich. Also irgendwann gut. Haben Sie spitz gekriegt. Ja, und dann war Weihnachten noch bei mir, weil er mir leid hat. Ich habe seine Wäsche noch gemacht. Kam immer wieder an, ja. Kam immer wieder Weihnachten, ersten Weihnachtstag, Gänsebraten, Hasenbraten, mochte er gerne, gut. Und hatte sonst niemand? Anfang Januar hat er einen Autounfall gehabt. Totalschaden, betrunken gewesen. Gut. Haben Sie denn dann noch geglaubt, dass er Sie liebt? Ja, hat er immer gesagt. Das war ja das Schlimme an der ganzen Sache. Das war ja eigentlich das Problem, das eigentliche Problem. Und haben Sie es ihm noch geglaubt? Dann treffe ich eine gemeinsame Bekannte. Und die erzählt mir, du, der wollte mir ein Foto zeigen von seiner neuen Freundin, hat er in der Tasche gehabt. Ich sage, was hast du eben gesagt? Das hat er schon seit November in der Tasche gehabt. Eifersucht oder Kränkung? Ja, also beides. Alles wahrscheinlich. Es war ja nun alles, was es überhaupt noch gab, kam ja nun auf mich zu. Und dann habe ich auch überhaupt nicht mehr überlegt. Ich bin nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und ich bin nach Hause gefahren, hab gefaxt.
an die Bunte und den Stern. Weil ich kannte die Frau Königke von der Bunten und vom Stern kannte ich Herrn Lamprecht. In meiner ganzen Aufregung habe ich an Herrn Völkensen gefaxt. Das ist ein Mann der Zeitgeschichte dort. Den wollte ich gar nicht anfaxen. Ich war nur aufgeregt und der hat das dann an Herrn Lamprecht weitergeleitet. Dann wurde ich also angerufen, dann kamen die auch. Die haben sofort reagiert? Ja, ja, die haben sofort reagiert. Und dann hat mich, nicht die Bunte, ja, Bunte hat mich auch angerufen, aber dann hat mich ein Herr Prütting vom Fokus angerufen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, also ich habe mit dem Stern schon gesprochen, sowas mache ich nicht, also ich bleibe jetzt beim Stern. Eine Lawine. Gut. Wie sah es in Ihnen aus, als der Herr Jansen zurückgetreten ist? Das ist eine gute Frage. Mensch, ich sitze vorm Fernseher, ich denke, was ist denn jetzt los? Oh Gott, habe ich gedacht, ey, was heißt jetzt? Das wusste ich nicht. Dass ich das damit auslöse, konnte ich bei allerbester Liebe nicht wissen. Ich wollte mich wehren, weil das, was ich also mit dem Pfeifer mitgemacht habe, das war einfach zu viel. Und da habe ich mich gewehrt. Und wenn Frauen sich wehren, das ist natürlich eine Geschichte. Ne? Die Frauen können ja einen unheimlichen Leidensdruck aushalten und wenn die dann loslegen, dann ist es vorbei. Hat es was von Rache eigentlich? Klar. Klar war das Rache. Müssen Sie das selber im Kopf dann auch erstmal richtig klar kriegen? Ich wollte den Pfeifer treffen, das muss ich dazu sagen. Aber Sie haben letztendlich, ja. Sie hätten doch Herrn Engholm wahrscheinlich sogar gewählt. Mensch, hätte ich das gewusst, meinen Sie, ich hätte das gemacht? Bestimmt nicht. Wohl nicht. Hätten Sie es echt nicht gemacht? Nein. Was? Auf Ehre und Gewissen nicht. Hätte ich nicht Sie gemacht. Sie mögen den Engholm? Ja, natürlich mache ich den Engholm. Das sind sicherlich ganz ehrliche, aufrechte Leute. Und der andere sitzt immer noch und macht den großen Chefredakteur. Und das ist ja diese Ungerechtigkeit. Der Pfeifer, meinst du? Ja, ja. Ja, den kriegen Sie nicht klein. Das ist ja die Ungerechtigkeit. Nee, aber er wollte mich klein. Ist immer noch bei Ihnen? Ja, er hat Freitag angerufen. Jetzt Freitag. Ja, ja, ja. Ja, und wie ist das für Sie? Nee, das ist nichts mehr. Nee. Absolut nicht. Aber macht noch ein Jahr. Ja, zuerst. Ich habe ihn gerade. Ich sag, wer ist da? Ja, ich bin es. Ich sag, Rainer, bist du es? Ja. Warum hatten Sie so ein offenes Herz für den? Mensch, der kann lügen, kann ich Ihnen sagen. Also. Das mögen Sie mir jetzt glauben oder nicht. Also mit Frauen kann der umgehen, das gibt's überhaupt nicht. Ja. Und dem glauben Sie alles. Ich habe dem 4 Jahre lang alles geglaubt. Meine Güte, ist ja eine lange Zeit, ja? Ja, das ist eine verdammte lange Zeit. Dann und der war bettelarm, als ich ihn hatte. Ne? Ja, der Arbeitslosenhilfe. Und jetzt bin ich bettelarm, ja. So das ist es. Ist ja furchtbar. Wenn Sie arm werden wollen, liebe Zuschauer, dann gucken Sie jetzt ganz genau die Werbung. Im Studio bei Neugier, Elfi Japs, die Frau, die ihren Ex-Geliebten Rainer Pfeifer verpfiff, Sie wissen, die Schubladenaffäre, und Engholm traf. Wer war denn nun definitiv der größere Schurke, wenn man das vergleicht, Frau Japs? Wen vergleicht? Engholm und Pfeifer. Aber das ist doch wohl gar keine Frage, Mensch. Das ist doch gar keine, das ist dann überhaupt, die Frage stimmt schon überhaupt nicht. Die können Sie schon gar nicht miteinander vergleichen oder in einem Atemzug nennen. Um Gottes Willen. Nur wissen Sie, also Herr Weinert, ich sage Ihnen mal, die hätten doch wissen müssen, auf was sie sich da einlassen, wenn sie sich mit Rainer Pfeifer einlassen. Gut, mir sei verziehen, ich habe ihn geliebt und okay, und er hat mich manipuliert und ich habe ihm alles geglaubt, okay. Aber die haben doch nun gewusst, Rainer Pfeifer ist ein Schmutzfinger. Und langen dem noch 50.000 Mark rüber. So ist es. Mhm. Ganz schön doof, ne? Ja, im Prinzip schon. Mhm. Aber schad. Ne? Ja, schad. Mhm. Wie ist denn das, wenn man dann so monatelang sämtliches Nachrichtengeschehen beherrscht? Furchtbar. Weil die armen Leute haben ja nichts gemacht im Grunde genommen. Die wollten ihm vielleicht wirklich helfen und sind jetzt angespielt. Also ja, sind jetzt alle drei weg und er sitzt noch immer. Und das ärgert mich eigentlich. Ich mag Sie übrigens. Sie sind ein richtig ehrlicher Mensch. Das ist mir vorhin schon aufgefallen die Vielen ganze Dank. Zeit. Sie haben auch viel Sympathien hier gefunden. Aber deshalb sind Sie auch mit dem Pfeifer reingefallen. Ne? Und genau. Der hat mich von morgens bis abends manipuliert. Und ich habe alles geglaubt. Der kann so schön Warum lügen. Denn? Ist die Sehnsucht so groß? Ja, der lügt so wunderbar. Das glauben Sie überhaupt nicht. Mensch, und Sie glauben dem wirklich alles. Der hat noch gelogen. Ich sag ja, das Foto schon von seiner neuen Freundin. Jetzt der hat mich am 1. Juni gefragt, ob ich mit ihm nach Bayern gehen würde und ein neues Leben anfangen. Jetzt, in diesem Jahr. Lustig, ja. Letztes Jahr hätten Sie es noch gemacht. Und pass auf, und 3 Tage später ist mit der neuen Freundin in Urlaub gefahren. Ach, schick. Wer die das wüsste. Ach, nee, worauf Sie reingefallen sind. Ich habe ja auch schon so schlechte Erfahrungen gemacht. Vorher habe es Sie auch? Zum Davonlaufen. Ah, was? Aber jetzt erzählen Sie doch mal. Sie haben da jemanden zum Freund genommen, der ganz exponiert war. Rainer Pfeifer. War das nicht auch eine Verlockung für Sie? Ich habe diesen Rainer Pfeifer im Schlepptau und ich besser den. Das ist richtig. Genauso ist das.
Ich habe ihn ja auch schon. Ich habe ihn einigermaßen hingekriegt. Er hat eine Entziehung. Ja, das hat man ja jetzt Moment. Und der war eine Zeit lang, war der ganz gut. Da haben wir eine Entziehungskur gemacht, also nicht ich, er. Habe ich gesagt, du musst jetzt was machen gegen den Alkoholismus, ertrinken und als für morgens immer gleich nicht. Wenn Sie das sagen, ich und dann ist er hingegangen. Nicht? Er ist hingegangen, hat eine Entziehungskur gemacht und das lief auch. Da hat er heimlich getrunken, hat er immer Klausthaler genommen, da war Wein drin. Ich denke, ich sage, Heiner, du bist ja total betrunken. Ja, von Klausthaler. Also er hat immer nur gelogen. Er hat immer nur gelogen. Und da ich muss man aber viele Klausthaler trinken, ne? Ja. So 100 Stück, oder? Ja, und der Entziehungskur, da war das ganz gut. Und jetzt, und als ich ihn dann rausgeschmissen hatte, das war aber der Kopf. Er hat gesagt, du aus meiner Wohnung raus, ich will dich nicht mehr haben. Und dann kam natürlich der Trennungsschmerz. Und danach hat er wieder ordentlich hingelangt, schön getrunken, wunderbar. Auto, Totalschaden, kaputt, ja, Führerschein weg, nee. Ja, mein Wagen. Der hat sich mein Firmenwagen erschlichen und hat gesagt, Elfi, gib mir mal schnell deinen Schlüssel, mit deiner Lenkung stimmt was nicht. Und ich gebe ihm meinen Wagen, kriegen nicht wieder. Oh, ich dachte, er sei dann 4 Jahre weg gewesen, aber sowas nicht. Ja, das war ja auch mal so ein Ding, kann ich Ihnen sagen. Hat er dem RTL ein Interview gegeben, er würde seit 4 Jahren in der Wohnung wohnen und den Job hätte er sich selbst gesucht. Und das senden die auch noch. Ja gut, dass Sie die Kritik unserer Konkurrenz hier besorgen, wunderbar. Ja, die haben überhaupt nicht recherchiert. Wie kann man sowas senden? Hätten einfach Sie fragen müssen. Nee, die hätten ja bloß mal in die Gazetten gucken können. Die wussten seit 4 Jahren, dass wir zusammen waren. Und die senden sowas. Ich sitze vorm Fernseher, ich denke, das gibt es ja wohl nicht. Frau Japs, wir gucken uns jetzt noch mal einen Film an. Oh. Der hat auch mit einer Affäre zu tun. 1993, überhaupt ein Jahr zahlreicher Affären um Politiker. Aber ich muss Ihnen jetzt mal ehrlich sagen, was auf Politikern rumgehackt wird, das ist langsam auch nicht mehr feierlich, denn verglichen mit der freien Wirtschaft, ich weiß, das ist jetzt sehr unpopulär, verdienen die verhältnismäßig wenig und arbeiten viel, vielleicht sogar viel zu viel. Ja, auf jeden Fall gab es auch diese Rotlichtaffäre in Saarbrücken, Sie erinnern sich auch, und da fiel immer ein Name, wenn es gegen Lafontaine ging, Totila Schott, soll ein Schläger gewesen sein und so, Verbindung zum Rotlichtmilieu. Unsere Rubrik jedenfalls dafür heißt Die Schweinerei. Totila Schott beim morgendlichen Tai Chi. Jeder sieht, ein hochgefährlicher Mann, ein Schläger. Als Lafontaines Bodyguard hat er die berüchtigten Kontakte zum Rotlicht- und Verbrechermilieu besorgt. Das können sich Spiegel und Bild-Zeitung jedenfalls gar nicht anders denken. Oder hat er etwa nicht? Ich habe erstens mal den sogenannten Fuhrpark, den wir an und für sich nicht wirklich haben. Wir haben ja kein Geld. Also die Fahrzeuge, die für die Staatskanzlei halt liefen. Und die Fahrzeuge, die ich halt dann immer beschaffen musste, wenn es nötig war, um so zu tun, als seien wir eine Staatskanzlei, habe ich dann zum Beispiel, solche Sachen habe ich dann halt organisiert, den Einsatz dieser Fahrzeuge. Auch suspekt, der Mann hält sich gern in Kneipen auf und ist vorbestraft wegen Körperverletzung. Das liegt zwar 30 Jahre zurück, aber das macht dem Spiegel nichts. Hat mir vielleicht eher dahingehend geschadet, dass zum Beispiel meine Mutter, mein Vater, der ist schon seit Jahren gelähmt und kann nicht reden und so weiter, der kriegte das, dem musste das auch alles vorenthalten werden, dem haben sie dann den Fernseher ausgemacht oder so. Aber meine Mutter, die hat wochenlang, konnte die nicht schlafen und das sind Sachen, da macht sich kein Mensch drum Gedanken. Aber was denn? Jeder an der Saar kennt doch Totila Schott. Er liebt Lederjacken. Und wer was gegen Oskar sucht, der hält sich an Totila. Oskar Lafontaine war ja derjenige, auf den das Ganze abzielte. Und dass man dann Leute drumherum einfach mit verbrät und sich keine Gedanken darüber macht, was das für Auswirkungen haben kann. Ja, ich hatte ja schon letztes Jahr gekündigt, und also zum 1. April, weil mir ein lukrativer Job angeboten wurde in der freien Wirtschaft. Und genau an diesem 18. Januar, als der Spiegel mit der Geschichte rauskam, sollte ich morgens dorthin kommen zur Vertragsunterzeichnung. Und da war dann plötzlich, wo gab es Termine, wie das so geht. Wichtige Termine, also man muss das verschieben.
Nun ist er eben arbeitslos. Sein Preis für unsere Pressefreiheit. Ein Spitzname wird ihm bleiben. Erfunden von... Sein Spitzname war tot. Das stand in der Bild-Zeitung. Ja, da schluckt man. Sagst, wie ist das möglich? Wie kann man... Das ist ja an für sich... Das ist ja mehr als Rufmord. Also, dass man den sogenannten Spitznamen, also die Abkürzung meines Vornamens, Todd, was ich selbst als mit zwei D geschrieben begreife, dann halt ein D halt ein bisschen mal so weglässt, damit ein bestimmter Eindruck entsteht. Das ist... Ja, wir sagen es ganz deutlich, das ist eine Schweinerei. Finden Sie es auch, Frau Jatz? Jatz? Das ist eine Schweinerei, ja. Bleibt immer was nur hängen. Nur den Mann noch zufrieden lassen. 30 Jahre nicht das Geld zurück und dann buddeln Sie wieder alles aus. Was soll das denn? Hm. Herr Götting, kennen Sie den Fall auch? Nein, aber ich finde, wie man die Frau Pfeiffer vorgeführt hat, das ist... Ach, Entschuldigung, Frau Jatz. Das hat man anders verhindert. Das war jetzt doch eine kleine Bosheit. Das war doch jetzt eine kleine Bosheit. Ich habe in Ihre Augen geguckt, Herr Götting. Mal auf, wir stehen uns in nichts nach, wir beiden. Ja, stimmt. Das ist doch mal richtig groß. Also, wie es in der Kölner Szene so üblich ist. Frau Jatz. Also, das hätte mit mir keiner eine Woche machen können. Da hätte es aber was auf die Haare gegeben, das schwöre ich Ihnen. Auf die Haare? Ja, weißen Sand von der Ostsee. Aha. Das hätte mit mir keiner machen können. Und Sie waren so verliebt? Wenn die Ratio aussetzt, natürlich. Ne? Ja, ja. Nur mal, Herr Götting, ist Ihnen das nicht auch schon mal so gegangen? Was denn? Dass Sie so verliebt waren, dass Sie dabei aber ein bisschen dumm geworden sind. Tue ich gerade im Moment durchexistieren. Sie glauben doch Ihrem Lebensgefährten. Ja, ja, aber trotzdem, wenn mich einer vorführt, dann das geht bei mir das nicht. Das merken Sie das ja gar nicht. Führt Sie lieber vor. Doch, das merke ich. Nein, ich auch nicht. Ich bin ein ganz ehrlicher Mensch. Sie sind ja beide zurzeit Single. Wie würden das weitergehen? Wann kommt denn die nächste Beziehung? Ich suche noch. Was Gescheites, hoffe ich. Ich kann Ihnen ja helfen dabei. Bei der Suche? Ich habe einen guten Blick, meine Liebe. Ja? Ja. Ja, dann kommen Sie mal rum. Vielleicht findet sich ja was heute Abend. Wir können ja gleich sagen. Heute Abend ist hier nichts Passendes. Was für ein Typ würden Sie ihr denn empfehlen? Ich würde zum Beispiel Sie vorschlagen. Also ich mag die Frau Japs wirklich gerne, ja? Also ich mag die Frau Japs wirklich gerne, aber mehr freundschaftlich, ne? Wie kommen Sie denn auf mich? Ja, Sie haben so ein schönes, optimistisches Naturell. Genau, was und Frau ich finde, das ist das, was die Frau Japs braucht. Ja, vielleicht. Frau Japs, mögen Sie ja lieber ihn nehmen. Nein, finden Sie nein, nein, das ist so ein für mich. Wieso, der ist so ein für mich. Sie wissen Sie. Sie hätten gern was Jüngeres, ja? Ja, so ja wenn Sie das Geld noch hätten, Frau Japs, dann könnten wir darüber noch mal reden. Ja? Aber müssen wir erst die Kohle wiederholen. Deshalb müssen die Lichter aus. Oh, lieber Junge, aber ist nicht Ihr Typ? Ist nicht Ihr Typ? Doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gefall ich Ihnen? Ja. Ja, also ich bin hier in der Maske zur Unkenntlichkeit verschönert worden. Also ich wurde aufgefallen. Grad, das ich habe mich für Tode erschrocken. Wie habe ich denn am Sonntag ausgesehen? Ja, noch nicht ganz so verschönert. Ach so. Aber soll das auch ein Kompliment sein oder eine Feststellung? Klar. Nee, Kompliment. Also, na gut. Also Sie beide kriege ich jedenfalls nicht unter die Haube. Nein, uns können Sie sich verkuppeln. Nein. Ja, und wie ist das mit uns? Sehen wir noch. Der Abend ist ja noch lang. Jung. Ne? Wir sagen Tschüss. Wir hoffen... Es hat Ihnen bei Neugier gefallen. Das war die erste Ausgabe. Und ich schätze mal, es gibt auch noch eine zweite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, was machen wir denn da?